In unserem heutigen Video habe ich wieder Frau Prof. Dr. König zu Gast und ich möchte Ihnen vermitteln, was ist eigentlich ein Brennstoffprofil und welche wichtigen Antworten oder neuen Fragestellungen können wir durch die Analyse der Brennstoffprofile unterschiedlicher Zellen erzielen. Wenn ich jetzt herausfinden will, warum die Energie nicht in dem Maße, wie ich mir das wünsche, bereitgestellt wird, dann kann ich mir das Brennstoffprofil anschauen. Was für Erkenntnisse liefert mir ein Brennstoffprofil? Gut, beim Brennstoffprofil bestimmen wir ganz genau, welche Brennstoffe ideal für die Energiegewinnung benutzt werden. Das heißt, ist es nur die Glucose, also wir haben ja drei Brennstofftypen, einmal Glucose, einmal die Aminosäure und einmal die Fettsäuren und können dann feststellen, arbeitet die Zelle hauptsächlich mit der Glucose oder was ist, wenn wir die Glucose wegnehmen, kann sie überhaupt mit den Fettsäuren arbeiten oder wenn wir beides wegnehmen, reichen dann die Glutamine, also sagen wir die Glutaminsäure oder die Aminosäuren. Also können genau feststellen, woher gewinnt die Zelle ihre Energie, ja, und können dann natürlich auch Therapiemaßnahmen entwickeln. Und sehen auch, wo nimmt sie eben nicht her. Also können ableiten möglicherweise, wo es ein Komplex beschädigt. Wo ein Komplex beschädigt ist, was vielleicht für einen Stoff fehlt, ja. Ob es eine Aminosäure, ob ein Mineralstoff ist jetzt oder ob es ein Fett ist, ja, was fehlt, das können wir genau bestimmen, ja. Also wieder ein wichtiger Grundlagenschritt, um herauszufinden, in welche Richtung ich meinen Diagnosebaum weiter öffnen sollte. Genau so. Bei der Immundiagnostik ist es ja oft so, wenn ich die Frage einer chronischen Entzündung habe, ich gucke mir als allererstes mal das Differentialblutbild an, ich schaue, sind es eher Lymphozyten oder sind es eher neutrophile Granulozyten, um eine Idee zu haben, setzt sich der Körper eher mit Bakterien oder eher mit Viren auseinander, dann komme ich vielleicht auf die Idee, eine Lymphozytendifferenzierung zu machen, um also zu schauen, wie teilen sich denn die einzelnen Lymphozyten auch wirklich im Detail auf. Und dann habe ich Absolut- und Relativwerte, aber ich weiß immer noch nicht, wie die funktionieren. Welche Antwort können Sie geben? Ja, das große Blutbild oder die Lymphozytendifferenzierung sagt nichts aus über die Qualität der Immunzellen, was sie leisten können. Das können wir sehen anhand der Mitochondrien, welche Brennstoffe vor allen Dingen sie benutzen. Können wir ganz klar sagen, hier liegt eine chronische Entzündung vor oder die Immunzellen können schlecht abwehren, Viren oder eine chronische Entzündung oder Bakterien abwehren oder aber auch Richtung Tumorzellen, ob die Abwehr gegenüber Tumorzellen gut funktioniert. Das können wir sehr schön sehen. Das heißt, ich muss, wenn mir auffällt, dass dort eine Dysfunktion vorhanden ist, dringend daran arbeiten, dass ich die möglichst behebe, damit der Körper sich nicht immer weiter in das Problem hinein manövriert. Genau so. Und dass es also Viren abwehren kann, beziehungsweise die chronische Entzündung endlich mal beenden kann oder eben auch tatkräftig gegenüber Tumorzellen wirksam sein kann. Gut, also gute Antworten auf chronische Entzündungen. Ja. Wenn es darum geht, herauszufinden, welche Komplexe der Atmungskette ein Problem haben, um herauszufinden, wo muss ich vielleicht genauer ansetzen oder die Tiefe weiter diagnostizieren, kann ich ja ebenfalls das Brennstoffprofil nutzen, aber es läuft eine Idee anders, nämlich wie? Ja, jetzt nehmen wir nämlich ganz andere Zellen, die wir noch nicht vorgestellt haben. Das sind die Thrombozyten oder die Blutplättchen und die haben keinen Zellkern, können also ihre Mitochondrien nicht verändern mehr. Sodass man also mit ganz einfachen Methoden im Grunde genommen schon innerhalb einer guten Woche weiß, welche Komplexe der Atmungskette ein Problem haben. Genau, das kann man in Thrombozyten sehr schön sehen. Ja. Unter dem Aspekt, dass das Brennstoffprofil der Thrombozyten dem der Nervenzellen ja auch sehr ähnlich ist, ist das natürlich auch eine ganz hilfreiche Information für all die Menschen, die das Gefühl haben, saft- und kraftlos zu sein. Denn die Nerven bestimmen ja nun doch am ehesten darüber, wie wir sind, coito ergo sum. Ich denke also bitte. Nachdem wir nun die Brennstoffprofile grob erläutert haben und Sie so ein bisschen wissen, warum es sinnvoll ist, auch dahin zu gucken, vor allen Dingen gegenüber anderen Untersuchungen, die Sie vielleicht schon kennen, geht es jetzt an den Bioenergetischen Gesundheitsindex, den BHI, auch Bioenergetic Health Index genannt. Das ist kein Wellnessprogramm, das ist ein echter Fitnessparcours. Aber es ist wahnsinnig gut publiziert. Gucken Sie mal bei Scholar nach BHI. Gleich geht's los.